Okay, da ist wieder so ein Schleimer. So ein Boomer. Mit der Chance auf Iridium. Leute, ich habe nichts gegen euch Schleime. Ihr droppt halt nur Iridium. Seht ihr das? Und auf das Ding bin ich halt scharf. Da bin ich halt drauf gepolt. Da kann ich nichts machen. Also es wäre für uns alle am einfachsten, wenn ihr es droppen würdet. Ich muss schon wieder die Mine verlassen. Ey, so ein Schieß. So eine Schieß. Weg hier. Komm schon. Ich nehme mich noch mit. Da bin ich zu ehrgeizig für. Okay, es hat nur Schleim gegeben. Scheiße, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. Das hat sich nicht gelohnt. Na, klasse. Ich habe vergessen, den Kaffee einzuschmeißen. Das war der Fehler. Der Kaffee ist schuld. Nix wie weg, ja. Ja, doch, es wird spät. Mach jetzt nur keinen Aufstand hier. Ich habe noch Zeit. Ich bewege mich besser jetzt direkt ins Bett, bevor ich jetzt hier noch irgendwas anderes anbrennen lasse. So. Das war knapp. Am besten, wir räumen uns jetzt mal das Inventar leer. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben 5 Iridium. Damit hätten wir einen weiteren Barren. Wie viel haben wir denn da drin? 3 Barren. Verflucht. Ich dachte, wir hätten mehr. Sonst hätte ich nämlich hingehen können und sagen, hey, wir schmelzen uns jetzt den letzten Barren ein und dann würde ich sagen, geben wir das Ding ab, aber so hat das ja alles keinen Zweck. Heute hat Caroline Geburtstag. Heute ist Chefkoch-Saison. Das legen wir rein. Ich hab schon 10 Bomben, ne? Kirschbombe. Der Rest ist alles so Monsterfraß, du. Ich weiß, dass es hier drin so ein... Wir haben da noch Käferfleisch, ne? Nehme ich das hier raus. Das packe ich da rein. Das wird verkauft. Das Eisen jetzt nicht. Holz, Hardwood. Monstertruhe. Dann haben wir... Habe ich Algen da drin gepackt? Ich glaube, die Weißalgen habe ich alle da drin... Habe ich doch in meiner Fischbox. Was mache ich denn hier? Was habe ich hier für eine Kacke gemacht? Die Solaressenz, die kann da rein. Ja. Was wollte ich jetzt hier? Nein, falsche Abteilung. Ich wollte die schwarze Kiste. So. Habe ich da noch Geoden drin? Nein. Das ist gut. Was wollte ich hier? Nein! Ach, warte, ich wollte das Käferfleisch mal in die rote Kiste. Die rote Kiste, so. In die blaue kommen dann die Algen, die Weißalgen. Ja, jetzt könnte ich nochmal hingehen und sagen, ich tue in die schwarze das. Das, den verkaufe ich jetzt einfach. Das ist mir jetzt zu blöd. Hallo Sophia, morgen versammeln wir uns alle vor Manis Haus für das Fest des Eises. Wir möchten so den Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eisskulpturen und einen Wettbewerb in Eisfischen geben. Komm zwischen 9 und 14 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Bürgermeister Luis. Okay, das verkaufen wir. Das behalte ich mal. Die Geoden bringe ich gleich einfach zu... Ach, wie heißt er noch? Clint? Ja.
Das Problematische an der Sache ist, ich hätte jetzt gerne noch zwei Iridium. Oder was heißt das Problematische an der Sache ist, ich will halt einfach noch mehr Iridium haben. Ich habe mir auch theoretisch einen Guide angeguckt, wie man sich leicht Iridium farmen kann. Aber dafür fehlt mir leider ein entscheidender Vorteil. Ich verdiene halt noch nicht so gut, um das machen zu können. Diejenigen, die das gemacht haben, die haben nämlich schon an die 2 Mille. Beziehungsweise ich habe nicht so viel Steinressourcen dafür. Das ist halt das Ding. Du brauchst halt extrem viel Stein. Dann kannst du es locker bis auf Ebene 100 oder was weiß ich schaffen. Und dann hast du halt keine Sorgen, ne? Aber ich als Autonormalverbraucher, so viel Stein habe ich ja nicht. Das mit. So. Dann verbraten wir mal ein paar Eier, würde ich sagen. So richtig schön in die Pfanne hier hauen. Quatsch, natürlich nicht. Die bekommen einen sanften und schmerzlosen Tod? Fragezeichen. So, wir haben da noch ein Wein. Ach ja, wir können ja noch Wein aus unserem Haus rausholen, ne? Da war ja was. Noch mehr Wolle. Oh nein. So. Tut, was ihr nicht lassen könnt. So, du gibst auch noch Milch. Ich hatte ich noch nicht. So. Ach komm, nicht Milka. Ich will mein Piggy, Miss Piggy. Vielleicht kaufe ich mir für nächstes Jahr noch mal ein paar mehr Schweine. Dann läuft das hier. Im wahrsten Sinne des Wortes läuft das dann hier. So. Zwei. Was weiß ich, was das ist. Ultra seltene Milches. Mädchen. Ja, man merkt, es ist Wochenende. Mein Deutsch befindet sich wieder auf Tiefpunkt. Im Keller. Ende vom Gelände. Sammeln wir das noch ein, dann hauen wir hier direkt. So. Mehr Weintrauben. Das läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das läuft. So. Jetzt müssten wir nur noch herausfinden, wo wir jetzt sind, ja? Ja, ich dachte, ihr seid schon fertig. Ich glaube, ich muss hier auch nochmal eine Truhe hinsetzen. Dann lege ich da den ganzen Wein rein. Ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Produziere ich Wein vor? Für die ganz schlechten Tage. So. Wo ist mein Holz da? Bauen wir noch eine Kiste. Und wieder das Holz rein. Das ist eine gute Idee. Das mache ich. So. Tue ich das hier hin. Erstmal lila für Wein. Wein oder Met, je nachdem, was ich gerade produziere, natürlich, ne? Machst du morgen beim Eisfischen mit? Natürlich. Ich werde gewinnen. Das wirst du sehen. Du wirst es sehen. So, erstmal hier. So. Supi-dupi. Tue ich das hier erstmal alles. Das will ich behalten. Das will ich auch behalten erstmal. Weg damit. Weg damit. Die Frage der Fragen ist natürlich jetzt, was... Ja, da hätte ich nochmal für den werten Clint. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, wo... Ich weiß nicht, wem ich jetzt verschenken soll.
Was die mag, das kann ich mir schon denken. Aber ich habe gerade kein Bier. Ja. Was tun? Ich würde sagen, wir fangen mit Caro. Nee, oder? Wir geben Caroline heute einfach ein Geburtstagsgeschenk. So. Dicker Kuchen. Gehen wir noch hier. Der Herr der Soßen. Wetterbericht. Nein, nicht Wetterbericht. Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Mohnmuffin. Mohn ist eine schöne Pflanze für Dekoration. Aber warum sollte man die Pflanze nicht für diese wundervollen Muffins voll ausnutzen? Ich bin ein Riesenfan von Mohn. Er ist ziemlich fein, aber gibt einen guten Geschmack und eine herrliche Textur für brotige Desserts ab. Und er ist gesund. Du hast gelernt, wie man Mohnmuffin macht. Poppy Seed Muffin. Läuft, würde ich sagen. Jetzt haben wir was für Caroline. Ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Wir müssen ja so oder so zu Clint. Soll ich danach noch in die Mine gehen, ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Keine. Hallo, Caroline. Bist du da? So, hier, bitteschön. Was steht da? Wahrscheinlich irgendwas mit... Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke. Der vorige Besitzer hat diesen Altarraum gebaut. Wir sind nicht religiös, aber die anderen Bewohner können ihn nach Belieben benutzen. Der vorige Besitzer... Ach so. Wir verstecken uns hier, damit wir mit niemandem reden müssen. Toll. Das ist ja wieder mal schön. Ja gut, dann machen wir Caroline einfach weiter. Kann ja nicht schaden. Haben wir neben Fabian und Clint einen anderen. Oder eine andere. So. Die Frage ist ja jetzt... Oder ich frage Elliot, vielleicht weiß der was drüber. Der schreibt doch, glaube ich, Bücher oder was war das, ne? Eins von beiden war es auf jeden Fall. Clint, mein Freund. Ja, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Und, wie halten sich deine Werkzeuge so? Ja, was heißt, wie halten sich meine Werkzeuge so? Also, so lala, ne? Zwergengerät. Was haben wir denn da? Kohle ist immer gut. Auch wenn ich jetzt mittlerweile schon 81 davon habe. Ja gut. Davon brauchte ich jetzt nichts, aber... Naja. So. Es sieht nicht so aus, als hättest du irgendwas, das du dem Museum spenden kannst. Mach dich besser auf die Schatzsuche. Was? Gibt es hier irgendwas? Nein, Fischer. Fischer Akt 1. Solar. Das kannst du ja gar nicht lesen. So. Notiz von Gunther. Wow, diese Bibliothek ist dank deiner Hilfe echt klasse geworden. Vielen, vielen Dank. Fischer Akt 1. Nahrungssuche. Nahrungssuche. Ein Buch von Mani. Tiere sind empfindlich. Buch ist von Mani. Tipps zum Landleben, ja. So. Muss ich da jetzt etwas weiter hoch oder runter? Damit das zählt. Goblins. Von M. Jasper. Die Spezies, üblicherweise als Goblin bekannt, scheint aus den Wäldern der fernen Nordostens gekommen zu sein. Von weit hinter den Blaubruchhügeln. Charakterisiert durch ihre grüne Haut, helle rote Augen und einen beißenden Geruch, kann ein erstes Treffen mit einem Goblin furchterregend für den unerfahrenen Reisenden sein.
Trotz ihrer beunruhigenden Erscheinung besitzen Goblins jedoch eine intellektuelle